Extreme Ownership. Was heißt, die totale Verantwortung zu übernehmen für dich, für dein Leben, für dein Unternehmen, für deinen Job, für deinen Körper, für deinen Geist? Das erfährst du jetzt in diesem Video. Herzlich willkommen beim Teepapst. Hier geht es um Tee und um gute, gesunde Energie für dich und deinen Geist. Schön, dass du da bist. Okay, ein Konzept, das ich dir gerne heute vorstellen möchte, ist das Konzept Extreme Ownership. Ist geprägt von den Navy Seals, bekanntermaßen Elitetruppe des amerikanischen Militärs. Und das Konzept besagt, du bist für alles verantwortlich. Jetzt wirst du dir sagen, hey, was heißt, ich bin für alles verantwortlich? Ich bin nicht fürs Wetter verantwortlich. Moment. Du bist dafür verantwortlich, für alles, was in deinem Leben passiert. Ja, du bist nicht fürs Wetter verantwortlich. Einverstanden. Aber du bist dafür verantwortlich, wie du aufs Wetter reagierst. Zum Beispiel, es regnet. Gehst du in die Depression? Wirst du traurig? Sagst du, oh Gott, es regnet? Heute wird ein schlechter Tag? Deine Verantwortung. Oder sagst du, hey, Regen, no problem. Bring it on, macht mich stärker, macht mich besser, finde ich super, endlich mal eine andere Kleidung, ha, endlich kann ich mal den Schirm auspacken, habe hier so einen geilen dabei. Mega Einstellung. Und schon hast du einen besseren Tag und ein besseres Leben. Und jetzt kommt's zum Thema Job und Beruf. Okay. Wie setzt du das in deinem Job und deinem Beruf um? Du wirst sagen, hey, die Verantwortung fürs Unternehmen trägt der Geschäftsführer, der CEO, nicht ich. Wenn du so denkst, größter Denkfehler. Wenn du es zu mehr bringen möchtest im Unternehmen, wenn du aufsteigen möchtest, wenn du Karriere machen möchtest, wenn du dich weiterentwickeln möchtest, sowohl beruflich, im Unternehmen, aber auch von deinen Skills her, vom Lernen her, dann darfst du genau umgekehrt denken. Du bist für alles verantwortlich, was in deinem Umkreis passiert, was du beeinflussen kannst. Pass auf, das ist ein sehr japanisches Konzept. Das japanische Konzept von Verantwortung heißt nicht Schuld, sondern heißt komplette, hundertprozentige, totale Verantwortung. Wenn zum Beispiel in deinem Unternehmen ein kleines Papierstückchen, etwas Müll, am Boden rumliegt und du gehst achtlos daran vorbei, wo du denkst, hey, mach die Putzfrau, dann hast du es nicht verstanden. Dieses Beispiel sagt dir, totale Verantwortung, hey, ist mein Unternehmen, vielleicht kommt gleich ein Kunde rein, vielleicht kommt ein Kunde rein, der ist so wichtig, dass der unser Unternehmen aufs nächste Level holt, der soll das nicht sehen, oder vielleicht kommt ein Kollege rein, eine Kollegin und stört sich daran oder findet das unaufgeräumt. Oder vielleicht mache ich einfach nur eine gute Geste gegenüber der Putzfrau, dass sie nicht wirklich jeden Scheiß aufheben muss, sondern ich mache das einfach, Kleinigkeit für mich, große Wirkung. Und du hebst es auf. Das ist nur ein Sinnbild dafür, wie du mit den Themen umgehen kannst im Businessleben. Achtung, das heißt jetzt nicht, du sollst in deinem Unternehmen für alles zuständig sein. Buchhaltung, Finanz, Marketing, Sales und so weiter und so fort. So meine ich es nicht. Sondern guck über deinen Tellerrand hinaus. Du bist nicht nur zuständig für deinen Job, den du tust, sondern bist zuständig für deine gesamte Abteilung. Wenn es in deiner Abteilung irgendwo anders hakt, und ein Kollege schafft die Arbeit nicht, eine Kollegin kommt nicht mehr zurande, dann kannst du nicht einfach sagen, ist das Problem der Kollegin. Nein, warum? Weil deine gesamte Abteilung kackt ab. Deine Verantwortung sagt dir, es ist deine Pflicht, ihm oder ihr zu helfen. Natürlich gehen wir mal davon aus, dass das Menschen sind, denen du helfen kannst. Nicht Menschen sind, die nur jammern, nur rummeckern und nur alles schrecklich finden, dann sind das die falschen Menschen raus aus dem Unternehmen für dich oder für die Person. Aber mit denen darfst du keine Zeit verbringen. Aber wenn das jemand ist, keine Ahnung, krank, selber krank, kinderkrank, schlechte Privatsituation, wie auch immer, und es gibt ein verständliches Loch, wo das du nachvollziehen kannst, sagst, okay, gerade jetzt geht es der Person schlecht, jetzt springe ich in die Bresche, jetzt sorge ich dafür, dass ich hier einspringe. Und alle denken so in deinem Team, dann wirst du merken, dass du nicht mehr ein schlechtes Team hast, sondern eins der besten Teams wirst. Weil dieser Spirit, jeder unterstützt jeden, jeder hilft jeden, ist unfassbar stark. Die Sache ist also die, du gehst mit offenen Augen durch erstmal deine Abteilung.
und sorgst dafür, dass es um dich herum, um den Platz herum, wo du bist, in deinem Bereich herum, sau gut läuft. Es gibt etwas, das ist der sogenannte Halo-Effekt. Halo kommt von Heiligenschein, ne? Kennt ihr die Heiligen? Heiligenschein. Und der sorgt dafür, dass das Gesicht, der Kopf darunter, erstrahlt. In hellem, schönen Licht. Ein konkreter Halo-Effekt hat zum Beispiel ein König oder eine Königin, die eine Krone tragen. Da siehst du diesen Halo-Effekt. Warum sind die ausgestattet mit Edelsteinen, mit Gold, so hochwertig gemacht? Weil es abstrahlt auf den Träger, der dann besser wirkt, wertiger wirkt, größer wirkt. Das Gleiche passiert mit der Arbeit um dich herum. Wenn um dich herum in deiner Abteilung alles gut läuft, dann hat das einen Halo-Effekt auf dich. Du arbeitest bei den Erfolgreichen. Du arbeitest bei den Coolen. Du arbeitest bei den Schlauen. Alles klar? Ich erzähle dir mal eine Geschichte von zwei Navy Seals, zwei Navy Seal Teams. Bei Navy Seals gibt es eine Ausbildung und ein Ausbildungslevel ist, verschiedene Teams haben Gummiboote am Strand. Und das funktioniert so. Es werden 6 bis 8 Teams gebildet, je nachdem, wie viele Menschen da drinnen sind in dieser Ausbildung. Die Leute müssen ihr Gummiboot auf den Schultern rein ins Wasser tragen, kaltes Meer, eiskalt, rein ins Wasser tragen, ins Boot hüpfen, mit dem Boot wie verrückt paddeln, bis zu einem Kehrpunkt, bei dem Kehrpunkt rundherum kehrt machen und wieder zurück zum Strand, beim Strand landen, das Boot rausziehen, auf die Schulter heben und zurück an den Start. Okay, das ist das Bild, soweit alles klar. Und in jedem Team gibt es einen Teamleader, einen Kapitän. Und 6 bis 8 Teams. Und jetzt gibt es die Situation, dass da ein Team war immer das Beste und ein Team war immer das Schlechteste. Und die Ausbilder haben sich gedacht, hey, ein Team ist immer das Beste, ein Team ist immer das Schlechteste, woran kann das liegen? Alle Navy Seals, Jungs und Mädels, alle stark, alle super trainiert, alle sportlich topfit. Warum sind die einen schneller und die anderen langsamer? Warum sind die einen immer die Letzten und die anderen immer die Ersten? Wir haben folgendes Experiment gemacht. Sie haben die Leader der zwei Teams, die Kapitäne der zwei Teams getauscht. Also, der Typ, der Chef vom Team, das immer Letzter geworden ist, wo der Chef vom Team, das immer Erster geworden ist. Der hat sich gedacht, ey Mensch, mega, mega. Jetzt bin ich der Chef von dem Team, das immer gewinnt. Yeah. Und der Typ des Teams, der Kapitän des Teams, das immer Erster geworden ist, wurde zum Kapitän des Teams, das Letzte geworden ist. Was hat der sich gedacht? Okay. Neugierig? Okay, es geht gleich weiter. So, Rennen geht los und das wird den ganzen Tag gemacht. Und jetzt ist etwas Spannendes. Das Team, das Letzter war, wurde nicht mehr Letzter, sondern wurde Vorletzter, Vorvorletzter, 4. Platz, 3. Platz und war dann immer bei den ersten 3 Plätzen dabei. Das Team, das immer auf dem 1. Platz war, wurde langsam immer schlechter. 2. Platz, 3. Platz, 4. Platz. Nicht der Letzte, aber ziemlich im letzten Drittel. Was ist passiert? Hier gebe ich dir einen Tipp, insbesondere wenn du Führungskraft bist oder Führungskraft werden möchtest. The speed of the leader is the speed of the team. Die Geschwindigkeit des Kopfes, des Chefs, des CEOs, der Vorgesetzten ist 1:1 die Geschwindigkeit des Teams. Nicht umgekehrt. Und wir reden ja hier über Extreme Ownership, die komplette Verantwortung. Wenn du also als Führungskraft sagst, ich habe alleine die komplette Verantwortung dafür, dass das Team erfolgreich ist und damit stellst du dich in den Dienst des Teams. Du stellst dich also gefühlt nicht an die Spitze, wo sich alle gut fühlen wollen und sagen, hey, ich bin ganz vorne. Du stellst dich ganz nach hinten und sagst, ich bin derjenige, der alle unterstützt. Ich bin derjenige, der alles schiebt, nicht zieht.
Ich bin derjenige, der dafür sorgt, dass keiner langsamer ist als ich. Ich bin derjenige, der dafür sorgt, dass ich die Leute nach vorne bringe und nach vorne motiviere. Und wenn es einer nicht kann, arbeite ich nochmals 10% mehr. Wenn du so denkst, dann hast du Extreme Ownership. Und das hatte dieser erfolgreiche Leader des Teams, das zuerst immer Erster wurde, der dann der Leader des letzten Teams wurde, das sich dann hochgearbeitet hat. Warum? Weil er diesen Spirit hatte, ich gebe alles für meine Leute, alles für mein Team. Und jetzt sage ich dir etwas. Es gibt nicht nur Führungskräfte in einer Hierarchie. Also eine Führung heißt nicht nur Abteilungsleiter, Bereichsleiter, Geschäftsführer. Es gibt auch moralische Führung. Es gibt auch Teamführung, die ist inoffiziell. Wonach, nach wem orientiert sich ein Team inoffiziell? Wenn alle Titel weg sind, wenn es nicht relevant ist, was du für einen Jobtitel hast, wenn die Leute zum Beispiel auf einer Messe gar nicht wissen, wer hier an diesem Messestand von diesem Unternehmen, die da was verkaufen, ist denn da der Chef? An dem natürlichen Leader, an demjenigen, der sich voll und ganz im Dienste der Sache stellt. Und derjenige, Extreme Ownership heißt, es gibt keine Ausreden. Wenn etwas schiefgegangen ist, ist es nicht die Schuld von irgendwem anderen. Du zeigst niemals auf einen Kollegen. Du zeigst niemals auf einen Dienstleister. Du zeigst niemals auf einen Zulieferer. Du zeigst niemals auf einen Partner. Warum? Wer hat denn den ausgesucht? Wenn du mit einem Finger auf einem anderen Menschen zeigst, dann zeigen vier Finger auf dich selbst zurück. Immer wenn du irgendwas erklären willst, was nicht geklappt hat, ist es deine Verantwortung, warum es nicht geklappt hat. Nur deine. Deswegen komm niemals mit der Ausrede, du siehst so schlecht aus, wenn du sagst, das hat nicht geklappt, weil der hat das nicht, dieser das nicht, jenes war, das Wetter war falsch, die Stadt war falsch, der Kunde war falsch, der Lieferant war falsch. Knick es. Wer war denn da vor Ort? Kennst du übrigens diese Menschen, die immer Pech haben? Weißt du, die sagen, ah, oh, mir gelingt nichts im Leben, ich habe immer Pech. Kennst du das? Pech in der Beziehung, Pech im Geld, Pech im Job, Pechvogel. Weißt du was? Es gibt kein Pech. Pechvogel? Wer war denn immer mit dabei? Menschen ziehen Ereignisse an. Deine Energie zieht Ereignisse und Ergebnisse an. Hast du eine vorwärtsgerichtete, positive, angestrengte, ehrliche, ernsthafte Energie und du willst wirklich etwas erreichen im Leben, dann wirst du auch immer Glück haben, weil es nicht Glück ist, sondern einfach nur Fleiß. Es ist ein Numbers Game. Je öfter du fleißig bist, je mehr du leistest, je mehr Ergebnisse du machst, desto mehr wirst du Erfolg haben, desto mehr wirst du einfach als glücklich gesehen. Hey, du hast nicht Glück, du bist fleißig. Und genau das Gleiche gilt für den Pechvogel mit anderen Vorzeichen. Extreme Ownership heißt also, alles, was um dich herum passiert, ist deine Verantwortung. Und jetzt hier noch ein letzter Spruch für dich. Du bekommst nicht, was du verdienst. Du bekommst immer nur das, was du duldest, was du akzeptierst. Akzeptierst denn du selber Ausreden von Freunden oder von Freundinnen? Akzeptierst denn du selber Ausreden aus deinem Umfeld? Ja, dann wirst du auch Ausreden weitergeben. Nicht nur darfst du keine Ausreden geben, sondern akzeptier auch keine Ausreden mehr. Jede Erklärung, warum irgendein Scheiß nicht funktioniert hat, ist eine Ausrede. Weil du solltest eigentlich immer nur erklären, warum etwas so geil war, warum etwas funktioniert hat. Wie hast du das eigentlich gemacht? Wenn du immer gefragt wirst, crazy, wie hast du das denn gemacht? Das sollte die einzige Frage sein, die du erklärst. So, so und auch noch so. Und wie kommst du dazu auf diese Lösungen? Indem du viel, viel tust und indem du hohe Standards setzt. Du bekommst, was du duldest. Duldest du schlechte Arbeitsergebnisse? Duldest du faule Menschen in deinem Umfeld? Duldest du Jammerer in deinem Umfeld? Selbst schuld. Das wird auf dich abfärben. Achte darauf. Es gibt hier übrigens ein Video zum Thema Umfeld,
worauf du achten musst in deinem Umfeld, sieh dir dieses Video an, aktueller denn je. Es ist der Schlüssel zu deinem Erfolg. Extreme Ownership heißt also, du bist immer, überall für alles verantwortlich. Wenn du so denkst, so fühlst, so handelst, werden deine Ergebnisse immer und immer besser. Und dann wirst du Karriere machen. Du kannst es gar nicht verhindern, dass du Karriere machst, weil um dich herum alles immer besser wird, dir immer mehr Sachen gelingen, du auch dadurch immer mehr Selbstvertrauen gewinnst und dadurch deine Führungskräfte, dein Chef sagen, hey, du bist sicher der richtige Typ oder die richtige Dame, dieses oder jenes zu machen. Die Dinge fangen an, dir zuzufliegen und nicht mehr du fängst an, den Sachen hinterherzulaufen. Das ist Extreme Ownership und so hast du immer in jeder Situation Erfolg. Danke fürs Zusehen, subscribe in diesem Kanal, lass mir einen Daumen hier und ich freue mich auf deinen Kommentar. Bis zum nächsten Mal, dein T-Papst.